Die wenigen existierenden Beweisfesten lassen vermuten, dass er schon viele Male gestorben ist und jedes Mal wiedergeboren wird als exakt derselbe Mann. In der Jugend wird er erweckt mit allem Wissen und allen Erfahrungen seiner früheren Leben. Die Pläne, die er schmiedet, kommen manchmal erst nach Hunderten von Jahren zur Reife. Jo, klingt verständlich. So wie es bei mir passiert ist, nur dass es ihm nichts wirklich ausmacht. Das ist so, wenn er 12 Jahre ist, alt ist wahrscheinlich, wird einfach mal so sein Gedächtnis gelöscht und er kriegt das alte wieder. Also das richtige Gedächtnis, und deswegen kommt er wohl damit so gut klar. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass dies nicht der natürliche Lauf der Dinge ist. Doch es heißt, er sei einer von Vuedikas Günstlingen, und diese alte Hexe hat ihre Vetterwirtschaft doch nie durch irgendwelche Regeln stören lassen. Ja, dass die keine gute Göttin ist, haben wir schon gemerkt. That may also explain another supposed gift of his. His body is no boundary to his soul, and he is known to take possession of others, if their souls are weak enough. Often it is for elaborate deceptions, but sometimes he simply forces them to kill themselves. He is not known for his generous supply of pity. Ja, das haben wir im Sanatorium erlebt. Das erklärt vielleicht auch eine weitere seiner angeblichen Gaben. Sein Körper stellt keine Grenze für seine Seele dar. Man weiß, dass er Besitz von anderen ergreift, wenn ihre Seele schwach genug ist. Oft im Dienste einer ausgeklügelten Intrige, doch manchmal zwingt er sie auch lediglich, sich selbst das Leben zu nehmen. Er ist nicht für sein Übermaß an Mitgefühl bekannt. Okay, der weiß jetzt definitiv, dass wir ihm auf den Fersen sind. He is also not one to show himself in any but their most critical matters. If he has directly involved himself in whatever the group plots now, it may be your only chance to find him. And once you do find him, if you can find him, I would not hold my hopes too high if I were you. He is a driven, single-minded man. He will not have the slightest concern for your problems. Er zeigt sich zudem nur in den dringlichsten Angelegenheiten der Gruppe. Wenn er sich unmittelbar in den Plan eingemischt hat, den sie dieses Mal schmieden, was das auch sein mag, ist das vielleicht deine einzige Chance, ihn zu finden. Und wenn du ihn gefunden hast, falls du ihn findest, würde ich dir an deiner Stelle keine zu großen Hoffnungen machen. Er ist ein Getriebener, der sich durch nichts von seinem Ziel abbringen lässt. Seine Probleme werden ihn nicht das geringste scheren. Woher weißt du so viel über Taos? The same way I come by all my knowledge. Exhaustive research, spying, bribery, perhaps some less savory measures. Whatever the knowledge demands, I pay in full. There is nothing of greater value. Unfortunately with Theos, there is also nothing more scarce. He has covered his tracks far too well. His manipulations of the course of history are lost to time now, though I believe they were many. Sie blickt hinab auf ihre Hände und reibt an einer alten Narbe. Genau wie ich an all mein Wissen komme. Umfangreiche Nachforschungen, Spionage, Bestechung, also das Typische. Vielleicht noch einige weniger erfreuliche Maßnahmen. Foltern wahrscheinlich. Was auch immer das Wissen verlangt, ich bezahle es. Nichts hat größeren Wert. Was Taos angeht, ist leider auch nichts rarer gesät. Er hat seine Spuren viel zu gut verwischt. Seine Manipulation im Verlauf der Geschichte sind im Sand der Zeit verloren. Doch eins weiß ich gewiss, es gab viele. Also er hat sich oft eingemischt. Was kannst du mir noch über den bleiernen Schlüssel sagen? You may know much of it already. No one member knows the identity of more than a handful of other members. They are kept in the dark of missions they are not involved in, or sometimes of those they are involved in. They exist to hide secrets they themselves don't know. If you can imagine how gullible someone must be for that to appeal. Herzlich wenig, fürchte ich. Vieles weißt du selbst schon. Jedes Mitglied kennt nur die Identität einer Handvoll anderer Mitglieder. Man lässt sie im Dunkeln über die Missionen, an denen sie nicht beteiligt sind.
manchmal auch über jene, an denen sie beteiligt sind. Sie existieren, um Geheimnisse zu verbergen, die sie selbst nicht kennen. Schwer vorstellbar, wie naiv jemand sein muss, damit ihm das attraktiv erscheint. Despite that, they are very good at what they do, owing much to their founder, who will take matters into his own hands when necessary. And he does not fail. Dennoch sind sie sehr gut in dem, was sie tun. Was sie von allem ihren Gründern zu verdanken haben, der die Dinge notfalls selbst in die Hand nimmt. Und er scheitert nicht, grundsätzlich nicht. Also was sie vor allem ihren Gründern zu verdanken haben. Was willst du von mir? The Leaden Key has been busy lately, and that is distressing news. I can only guess as to what they intend. You seem to have a knack for turning the stones they've crawled beneath. Keep turning them. Dunreed Row will not stop you. Halte mich weiter auf dem Laufenden. Der Bär des Schlüssel war in letzter Zeit sehr beschäftigt. Und das ist beunruhigende Kunde. Ich kann nur raten, was sie im Schilde führen. Du scheinst ein Talent dafür zu haben, die Steine umzudrehen, unter denen sie sich verkrochen haben. Dreh sie weiter um. Die Dunridge-Straße wird dich nicht aufhalten. Whatever it is they're up to, figuring it out will be of great use to both of us. In your case, it will surely point you to Theos. In return, I will share our knowledge with you as we learn it, and provide you with what assistance I can. Was auch immer sie im Schilde führen, es wird uns bei von großem Nutzen sein, es herauszufinden. In deinem Fall würde es dich gewiss zu Taos führen. Im Gegenzug teile ich unser Wissen mit dir und unterstütze dich, wo ich kann. If you find your trail has run cold, come to me with whatever you have. There is much I may be able to do for you. Wenn du feststellst, dass deine Spur erkaltet ist, bring mir, was du bis dahin gefunden hast. Ich könnte äußerst hilfreich für dich sein. Ich kann etwas über die Operation des Bernen Schlüssels berichten. Well, let's hear it. Nun raus damit. Ich habe Taos im Sanatorium von Farnheim gefunden. Im Körper eines Patienten. Er hat versucht, den Ruf der Beseelung in der Öffentlichkeit zu verschlechtern. Forgive me. It is unlike Theos to leave witnesses. He must be furious. Ihre Augenbrauen heben sich, zwei gemalte Linien über öder, schlaffer Haut ihrer Stirn, ein Gitter aus Falten überfalten. Muss das so detailliert beschrieben sein? Verzeih es, sie Taos nicht edlich Zeugen zurückzulassen. Ihre Mundwinkel zucken. Er muss rasend sein vor Zorn. He did not aid you as you'd hoped, I take it? Er hat dir nicht wie von dir erhofft. Well, take heart. With any luck, when he has finished his business, he will surely come and find you again. If only to kill you while you sleep. Er hat dir nicht wie vor dir erhofft geholfen, nehme ich an. Nun tröste dich. Wenn er seine Arbeit beendet hat, wird er dich gewiss aufsuchen, wenn auch nur um dich im Schlaf zu töten. This news of yours makes sense, of course. To dabble in animancy is to puzzle over the secrets of the gods. This would not be the Leaden Key's first action against it. But if this is connected to their other activities, we may be in for something on a much larger scale. Diese Kunde, die du bringst, ist nur logisch. Sich in der Beseelung zu versuchen, heißt die Geheimnisse der Götter ergründen zu wollen. Es wäre nicht das erste Mal, dass der blöde Schlüssel etwas dagegen unternimmt. Aber wenn das mit ihren anderen Aktivitäten verbunden ist, steht uns vielleicht etwas sehr viel Größeres bevor. If we can learn more about their goals and methods, perhaps we can get the palace behind us. With Avar's support, we may be able to put a stop to this. Eva wird wohl der Duke von Trutzbucht sein. Wenn wir mehr über ihre Ziele mit Honig in Erfahrung bringen können, können wir vielleicht die Unterstützung des Palastes gewinnen. Mit Evas Hilfe können wir der Sache ein Ende setzen. Das ist alles. Dieser Fortschritt ist recht ermutigend. Ich hoffe nur, dass wir nicht zu spät sind. Ich habe noch andere Fragen. Yes. Ja? Erzähl mir mehr über die Dinrodstraße. All the things there are to know in this world, and you ask me about work. Deerwood is a rebel country. Conflict is in its blood. If you think a few guards posted in our cities keep chaos at bay, you are very new to town indeed. All die Dinge, die es in der Welt zu wissen gibt, und du fragst mich nach der Arbeit. Sie schüttelt verärgert den Kopf. Ja! Der Dürfer ist ein rebellisches Land. Der Konflikt liegt ihm im Blut.
Wenn du glaubst, ein paar Wachen in unseren Städten könnten das Chaos im Zaum halten, bist du wahrlich neu in der Gegend. We are Deerwood Cipher Investigators, of course. But what we really are is its last barrier against anarchy. People are more at ease when they believe they are watched over by someone more enlightened than they are. It pacifies them. So that is the image we foster. Wir sind die Medien des Dürrwalds, die Ermittler. Natürlich, aber was wir wirklich sind, sind die letzte Verteidigungslinie gegen die Anarchie. Die Wolte fühlen sich sicherer, wenn sie glauben, es würde jemand über sie wachen, der erleuchteter ist als sie selbst. Es macht sie friedfertiger, daher pflegen und fördern wir dieses Bild von uns. Ja, bis irgendeiner kommt und all eure Geheimnisse veröffentlicht und dann gehen die großen diplomatischen Diskussionen los. Kleiner Bezug auf die Realität, ich will jetzt hier nicht direkt was ansprechen, nein. And we do try to be enlightened for their sake. The knowledge we gather here is Deerwood's standing army in many ways. We learn what's vital and we act on it while Deerwood sleeps, blissfully unaware of the terrifying truths all around them. I wish I could tell people the things I know sometimes. But the truth is, I don't think many of them could bear it. Genau. Und wir versuchen erleuchtet zu sein, um ihretwillen. Das Wissen, das wir hier sammeln, ist das stehende Heer des Dürrwalds, in vielerlei Hinsicht. Wir erfahren die wesentlichen Dinge und handeln entsprechend, während die Dürrwälder schlafen in seliger Unkenntnis der furchterregenden Wahrheiten um sie herum. Manchmal wünsche ich mir, ich könnte den Leuten sagen, was ich weiß, aber nicht viele werden in der Lage, es zu ertragen. Genau das, was ich vorhin gerade angesprochen habe mit der Realität. Wie bist du hierher gekommen? Me? I started this place in a different time under a different duke. I impressed the duke with my research and my work ethic, and he became possessed of the notion that I would be ideal to lead a secret network of gifted investigators. I don't know how such an idea got into his head. Ich habe diesen Ort gegründet in einer anderen Zeit und einem anderen Duck. Das ist also CSI Trutzbucht. Ich habe den Duck mit meinen Forschungen und meiner Arbeitsbereitschaft beeindruckt. Er bekam die fixe Idee, ich wäre die ideale Wahl, um ein geheimes Netzwerk von begabten Ermittlern zu leiten. Ich weiß wirklich nicht, wie ihm diese Idee gekommen sein könnte. Sie zwinkert. Jetzt muss ich wirklich fragen, also Hagrim ist so harsch, wie alt bist denn du? Sie erschrickt theatralisch und bedeckt ihren Mund mit ihren verschrumpelten Fingern. Du böser Mann, wo sind deine Manieren? Wurdest du ohne jeden Funken Anstand erzogen? Man fragt eine Frau nicht nach ihrem Alter. I lost count ages ago. Such a strange thing to celebrate, getting closer to death. Oh, I've had my share of work done to prolong my existence, if that's what you're wondering. I'm not ashamed of it. I'm not done here. There are things I still wish to learn. And I'll be the effigy if I let Bereth carry me off before I'm through. Sie gibt ihr Schauspiel auf. Ich ziehe schon lange nicht mehr mit. Äußerst befremdlich. Zur Feier, dass der eigene Tod näher rückt. Oh, ich habe durchaus einiges machen lassen, um meine Existenz zu verlängern, wenn du das meinst. Ich schäme mich nicht dafür, ich bin hier noch nicht fertig. Ich will auch einiges lernen, und eher werde ich zum Bildnis als Berat zugestanden, mich davonzutragen, ehe ich fertig bin. Also sie will sich auch in eine Statue verwandeln lassen, wie der Typ im Sanatorium und unsere Burgvogtin. There was a time when I considered enlisting the theorems of Pondgrum to extend my life indefinitely. I found the thought of devouring my political enemies to sustain my own life greatly appealing. I must have gone soft with age. Es gab Zeiten, da überlegte ich, die Lehrsätze von Pondgrum zu nutzen, um mein Leben endlos zu verlängern. Ich fand den Gedanken, meine politischen Pfeile zu verschlingen, um mein eigenes Leben aufrechtzuerhalten, äußerst verlockend. Ich muss wohl altersmilde geworden sein. Oder du bist einfach nicht böse genug. Kannst du hell sehen? If you are hoping I can look at your hand and tell you whom you should marry, you can just wipe that notion from your mind. I do not know what will happen tomorrow. That is what I pay spies for. Being a cipher is not unlike being a watcher. You notice more about what is already there.